Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei einem weiteren Reisetag hier in den Wäldern von The Infected. So, ich habe mal ein bisschen was aufgeräumt. Hier haben wir jetzt alles, was Samen und so angeht. Hier ist noch eine leere Kiste. Hier ist noch ein bisschen gemischt. Erze und Sachen, wo ich noch keine, also Barren, für die ich noch keine Regale habe. Ja, und dann haben wir es hier. Stoffe, Verband und medizinisches auch. Hier Schiene und so. Oh, ich sehe gerade, die gehören da nicht hin. Was war da noch? Ne. Sprit. Also, ich habe jetzt auch erstmal das Fischöl untergebracht. Da müssen wir nochmal gucken. Ja, hier ist Sand und Lehm drin. Hier haben wir nochmal alles Mögliche an Erze. Hier haben wir Werkstoffe. Ja, der gehört da jetzt nicht unbedingt zu, aber naja, Pechert. So, dann haben wir hier, der kann auch nochmal raus. Die Kohle gehört da eigentlich auch nicht hin. So, die Kohle, die kann hier mit rein. Dann haben wir hier noch eine Mischkiste, wo vor allem Pflanzenfasern drin sind und zum Beispiel Seile, die hier nicht mehr reinpassten, was sie jetzt aber tun würden. So. Jo. Und ja, damit habe ich jetzt die ganze Nacht hier verbracht mit dem Sortieren. So kann die hier auch noch rein. Jo, und jetzt wollen wir uns mal den Herd aufbauen, ne? Ich weiß nicht mehr, was ich genau dafür brauchte. Hier, Essen. 25 Eisenbarren haben wir. Feuerholz kriegen wir hin. Liegt auch draußen schon rum. Dann würde ich sagen, die zubereite. Dann pack doch die Werkbank hier hin. Dann haben wir es doch ein bisschen geordneter hier. So kommt ja nachher alles in die Werkstatt. So, dann haben wir die Werkbank da und dann kommt hier der Herd hin. Zack, zack. So, weil ich schätze mal, der muss so, ne? So, wir haben gar nichts. Werkstoffe. Schraube hat er gesagt, ne? 10 Schraube, kein Problem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, müsste es ja nicht übertreiben, ne? Sind wir bei 18 und dann noch 7. Ei, na, wo ist er denn? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da sind auch schon wieder 3 Stück fertig. So, Feuerholzkiste. So, wenn wir das gemacht haben. Dann müssen wir gucken. Wow, haben wir einen Platz. So, und hier kann jetzt nur Kohle rein oder auch Feuerholz oder alles. Also ich bringe mal eben die Stöckchen weg. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ich wollte noch so eine Pfanne bauen, ne? Dafür bräuchten wir 1, 2, 3. Zack. Platzierbares. Ne, hier. Gegenstand. Sonstiges. Pfanne. An der Werkbank. Topf. Warte. Topf oder Pfanne? Ist doch hier Pfanne, oder? Hier ist Topf. 3 Eisenbarren, 2. Ha, dann bauen wir doch beides, oder? Ja. Dann baue erstmal den Topf und stell den schon mal hier drauf. Zack. Den Topf. Zack. Und dann nimmst du nochmal 2. Die hast du ja hier. 1, 2. Drei, vier. So, und dann 1, 2 herstellen. Hast auch noch eine Pfanne. Zack. So, dann können wir hier jetzt mal anfangen, ordentliches Essen zu kochen, ne? Kann ich das so machen?
Weiß das noch nicht. Ja, doch, das geht. Cool. Gut. Einmal Eisenerz. Und dann haben wir noch so Kupfererz. Kommt erstmal hier vorne mit rein. Ja, da müssen wir uns, wenn wir das Lager bauen, ne? Aber jetzt haben wir erstmal eine gewisse Ordnung. Weil hier vorne ist nur Rindenmulch drinne, ne? In der Kiste. Da kommt auch jetzt das ganze Rindenmulch rein. Jetzt wollte ich mal gucken, was können wir denn Schönes kochen? Essen und Trinken. Hier, Fleischeintopf. Dafür brauchen wir mit einer Eintopfmischung. Das ist diese hier. Rohes Fleisch, rohe Leber, Kartoffel, Zwiebel. Könnten wir hinkriegen, ne? So, wir haben Zubereitungs- eine großartige Quelle. Was brauche ich dafür? Eine leere Dose? Eine Wassermelonenscheibe und eine halbe Melone. Und wo kriege ich jetzt diese Wassermelonenscheibe her? Da. Speck kriege ich, glaube ich, von Wildschweinen. Ja, aber ich will ja wissen, was wir hier noch Schönes machen können. Wir können Kartoffelkuchen machen. Kartoffelkuchenmischung. Dafür brauche ich Kürbis. Rohes Fleisch, drei Kartoffeln und eine Zwiebel. Jo. Dafür brauchen wir eine Eintopfmischung, Melone, Pilz und zwei Eier. Ach so, was kann ich denn mit Eiern noch machen? Speckpastenmischung, ja, dafür brauchst du das Ei, ne? Ja, okay. Dann lass uns doch mal eben gucken. Rohes Fleisch. Habe ich nicht noch rohes Fleisch auf Tasche? Ist wahrscheinlich jetzt eins von diesen Säcken hier. Werkbank. So. Jo, den Herd haben wir dann jetzt. Will ich was kochen, ne? Will aber ungern jetzt den ganzen Bären zerlegen. Ich habe noch so viel Fleisch. Ist auch alles schon wieder getrocknet, ne? Ah, das ist blöd. Was haben wir hier noch? Alles gekochtes Fleisch. Ja, das wäre ja doof, wenn ich jetzt hier so einen kleinen Dachs fangen könnte. Aber hier rennt gerade auch keiner rum, ne? Ach ja, heute ist auch noch hier Wemmi-Nacht. Da müssen wir uns auch noch ein bisschen vorbereiten. Wir haben es doch schon 6 Uhr. Dann würde ich sagen, wir sollen jetzt zusehen, dass wir hier für die Wemby-Nacht vorbereitet sind. Müssen kurz gucken, wo wir noch neue Teile bauen müssen. Ja, also, hier ist einer, der da steht. Und einer für vor dem. Und einer dafür, ne? So. So, jetzt brauche ich ganz viel Stöcker. So. Ne? Ja, ich hätte die Hose noch anziehen sollen, ist ja richtig. Ich muss kurz gucken. Irgendwo muss doch noch was fehlen hier. Nö. Oh, cool, da fehlt ein, hier fehlt noch einer. Oder zwei sogar, ne? Ja, kriegen wir doch wohl hin. So, brauchen wir ein paar Stöcker. Mist. So, ja, du frierst. Ich weiß, ich ziehe mir die Hose ja auch schon an. Hier. So, und den Baustellenhelm setzt auch noch auf. Dann frierst du auch nicht so viel. Wieso friert er denn trotzdem, ey? Gibt's doch nicht.
So. Dürfte gar nicht frieren, ihr verdammte Scheiße. Und was fehlt hier noch? Ein Seil und ein Holzscheit. Okay. Drei Holzscheite. Drei Holzscheite, drei Seile. So schnell aufwärmen. Ja gut, so minus 34 Grad ist kein Wunder, wenn er friert. Das lassen wir eben ab. Kühlen hier. Drei Seile hat er gesagt, ne? Eins, zwei, drei. So, Stöcker. Voll, 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 da leer. Und den hier. Nee. Ist immer voll blöd hier zu sehen, ne? Den brauche ich auf jeden Fall. So, lass mal Lugi-Lugi machen hier. Drei Holzscheine habe ich gesagt, ne? So. Oha. Muss gleich mal eben eine kleine Pause machen. Weil ich sehe gerade, der Platz auf der Festplatte wird schon wieder eng. So. Ja, ich mach mal eben ein Päuschen. Sekunde, Sekunde. So, Speicher wieder gerettet hier. Ach ja. So, was wollen wir denn jetzt Feines machen hier? Wo waren wir denn stehen geblieben? Bei den Zäunen, ne? Jo. Ah. Drei. Hier, zack, 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 zack. Hier ist auch bald wieder alle. Ach ja. So, Stöckers. Den Hammer hat er. Gut, dann müssen wir jetzt mal einmal hier entlang. Hammer an der Hand. So, wahrscheinlich müssen wir noch mal Stöcker organisieren, ne? Hier. Warte mal. Hier. Ja. Hui. Ist aber auch rattenkalt, ne? Hier war einer kaputt. Ich hätte gedacht, ich muss noch mal Stöcker nachholen. Hätte ich fast drauf geschworen. Nee, aber hier fehlt noch einer. Oh. Den habe ich vorhin nicht gesehen. Da brauchen wir ja noch mal Seil und einen Holzscheit. Stöcker Hammer. Hier. Hier und die. Also ein Stock, ein Seil, ein Holzscheit. Oh. Alter. Müssen mit dem Leben aufpassen, ehrlich, ey. Haben nur noch neun. Fast gestorben, obwohl ich gut angezogen bin. Guck dir das an. Ich hab doch beides an. Ja, weil ich nichts an den Füßen hab, ne? Was wollte ich jetzt noch haben? Ein Seil. Ein Seil. Oh, ich muss echt aufpassen. Habe ich noch eine Gurke? Dass wir jetzt das einmal noch überleben, natürlich nicht.
Hier auch nicht, ne? Nö. Ich muss mehr von den ganzen Pflanzen haben. Komm, wir müssen uns echt beeilen, ey. Viel frieren kann ich nicht mehr. Sonst sind wir wieder tot hier. Das wollen wir ja auch nicht, ne? So. So. Jetzt muss ich mal gucken hier. Ach, erstmal aufwärmen. Man braucht er denn alles, ne? Alles braucht er. So. Naja, Gurken ist immer noch am besten für Gesundheit, ne? Scheiße, ey. Kann man sich nicht einfach hier ein Ei in die Pfanne hauen? Ach, Mist. Die Pfanne wieder hier hin. Ach so, nee. So, kann man sich nicht einfach ein Ei in die Pfanne hauen? Möchte ich mal ausprobieren? Nee. Geht nicht. Aber eine Kartoffel geht. Ja, gibt das mehr? Ei kannst du dir nicht einfach so machen, ne? Das würde mich mal interessieren hier. Was hat er denn wieder? Overheating. Oh shit. Ja, das ist das ja. Jetzt musst du hier zusehen. Dass du in der Hütte brauchst du keine Kleidung. Außerhalb der Hütte brauchst du Kleidung. Oh Mann. Kartoffel, Ofenkartoffel, kommt doch selber raus, ne? Ja, die macht jetzt nichts besser, ne? Nö. Also ganz normal essen, die gibt den Lehm zurück, gut. Ja, würde ich sagen, noch eben ein paar Pfeile gemacht, 4 Stück. Das heißt 4 Steine, 1, 2, 3, 4. 4 Stöcker schnell, 1, 2, 3, 4. Schnell wieder rein. Und 4 Federn. 1, 2, 3, 4. Stock, Stein, Federn und Seil. Obwohl ich immer noch nicht weiß, warum man Seil für Pfeile braucht. Hier. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So, schnell alles aufheben hier. Da fehlt noch einer. Hallo. Da fehlt noch ein Pfeil. Wo ist der denn jetzt? Ach, den hast du da reingepackt. Da hat es plötzlich Platz, ne? So, die Schrauben kann ich wieder wegpacken. Rindenmulch, ich kann hier rein. Ist doch glatt das Feuer hier ausgegangen. So, schnell wieder rein. Jetzt holen wir uns noch ein bisschen Energy. 7 Wemmys. So. Raus mit Klamotten. Natürlich. Ist eh schon kalt. So, Kopf. Licht an. Bogen aufgespannt. Da ist schon einer tot. Aber der gehörte nicht dazu, so eine Scheiße. Das war mutig. So, wo sind sie denn jetzt noch? Wo? Aha.
3, 4, da hinten, und der ist so gestorben, auch gut. Einer fehlt noch, wo bist du? Auch gut, nee. Da ist noch einer irgendwo. Aha. Wo haut der denn noch rum? Da. Oh. Er ist schon wieder durchgekommen hier. So. 0 von 7 Bambis übrig. Jawohl. Auch wieder ganz easy weggemacht, die Jungs. Aufnahme läuft ja. So, ich muss ja auch irgendwie gucken. Meine Pfeile? Hallo? Das ist ja mies hier. So, du hast noch einen Pfeil stecken. Hier noch ein Pfeil. Er hat wieder keinen Pfeil. Die hat auch keinen Pfeil. Toll. Und irgendwo habe ich noch einen Pfeil in die Botanik gejagt. Ne? Aber hier so hinten. Ach ja, wo ist er? Unterm Wasser, ne? Natürlich ist der unter Wasser. So ein Kappes, ey. So, wie viele Pfeile sind weg? 4. 4 Pfeile verschossen. Scheiße. Zweimal in den Arsch geschossen, jetzt verblute doch. Ich verliere die Fährte hier. So. Aber meine Pfeile hast du nicht mehr, oder was? Na, tolle Wurst. Ja, muss ich mir einen Wagen holen, wa? Das wird ja so nix. Hat aber lange gebraucht hier. Ja, aber das ist gut. Wenn der eine Leber abgibt, dann habe ich ja auf jeden Fall euch mal eben meinen Wagen. Das war auch Blödsinn, dass man so einen kleinen Dachs nicht eben mal tragen kann. Aber ja, so ist es hier, ne? Das muss ich erstmal wiederfinden. Da ist er. Na. Ja, 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 aber ist ja nur das Stück da bis zum Wagen hin. Aber schon gut, ne? So, dann holen wir uns da noch eben den Pfeil. Ach so, das ist der, der im unterm Eis liegt. Ja, den wollen wir holen. So. Schöne Imbiss vor der Tür. Ah, guck mal. So. Sehr schön. Was haben wir denn Schönes gekriegt? Eine Leber. So, jetzt muss ich mal gucken hier. Lurchig, was ich alle brauche. Für diese Mischung. Eine Kartoffel, eine Zwiebel, eine Leber und rohes Fleisch. Kartoffel und Zwiebel haben wir ja da. Zwiebel. Hier war die Kartoffel. Hier die Zwiebel. Da müssen wir gleich auch noch mal wieder Wasser reinmachen.
Aber erstmal pennen wir jetzt gleich, ne? Also, das, 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 das und eine Kartoffel herstellen. Und dann hier. Und bam. Und dann schlafen wir bis 7 Uhr. Mach bis um 8. So. Oh, der ist noch gut am Wurzeln. Wasser trinken. So. Essen. Ja, zumindest vertrocknet das Zeugs da nicht so, ne? So, nochmal hier. 1, 2, 3. Und hängen nochmal 3 weg. Einmal schmutziges Wasser. Komm hoch. Ah. Dann eben so. So. Oh, hier, Fleisch ist fertig. Zack, und was gibt das jetzt? Oh, das erhöht die maximale Gesundheit. Gibt 40 Fett. Oh, aber ordentlich Durst kostet es uns. Egal. Erstmal. Wow, Hammer. Bis auf Vitamine, aber sonst geil. Das war nicht schlecht, ne? Dann gab es ja hier noch irgendwas mit einer Melone. Muss ich mal gucken. Die können wir ja nachher ernten. Was war das denn? Was haben wir hier? Zwiebelsuppe. Was brauche ich denn dafür? Also wird am Herd in einem Topf zubereitet. 100 Einheiten Wasser und eine Zwiebel in den Topf geben und eine Lehmschüssel bauen. Was brauche ich für eine Lehmschüssel? Sonstiges. Da. Dreimal Lehm. Sand und Lehm. Dann bau mal an der Werkbank, denke ich, ne? Jo. Was fehlt ihm denn jetzt schon wieder? Erst, ach, ihm ist zu warm, ne? Ja. Echt das eigentlich auch so? Nö. Oh Mann, ey. So, ach ja, Schuhe wollte ich mir auch noch mal bauen, ne? So. Kann ich nicht ausmachen? Dann habe ich gesagt, eine Zwiebel brauche ich, ne? Habe ich nicht mehr. Habe ich noch eine Zwiebel? Nö. Ich brauche mehr Essenszeugs, ne? Jetzt können wir erstmal nach Wasser gucken hier. Ja. 1, 2. Ach, wird das Zeit für dieses schöne Wasserhaus, ne? So. Einmal reicht. Ja, guck mal, noch eine dritte Flasche dabei und dann. Ja, aber wenn ich noch mehr machen will, ey, wird's echt schwer, ne? So. Da haben wir noch einen Bären. Oh, Lebensmittelvergiftung. Boah, das ist ja auch geil, ne? Warte, jetzt will ich echt mal ausprobieren. Kartoffel essen, nichts mehr.
So, jetzt muss ich mal die 2 hier. Hier hat er nämlich schon gut rumgeböllert. Hier. Dreimal Brett. 1, 2, 3, 4, 5. Weil wird nicht der einzige Zaun sein. Zack. Noch ein Brett. Ja. Jetzt ist wieder kalt, meine Güte. Also entweder drinnen oder draußen, aber beides geht nicht, ne? Egal, guck mal nach den Schuhen hier. Kleidung. Die Schuhe. Dafür brauche ich den viermal Tuch, viermal Kevlar. Also viermal Kevlar, viermal Tuch. Eins. Ach ja. Werkbank. Stiefel. Jo. Hat er die jetzt gleich an oder was? Yeah, baby. Ja, guck mal. Und wieder ein bisschen geschützt da, nicht schon? So. Haben wir noch mal ein paar Knochen. Tierhaut und Federn und Sprit hätten wir auch noch. Ey, die schmeiße ich jetzt euch. So, Sprit. Apropos Sprit, wie sieht's hier aus? Ah, noch geht's. Muss er noch nicht haben. So. Jetzt haben wir die Horde-Nacht hinter uns. Wir haben uns Schuhe gebaut. Sehr geil. Wir haben den Ofen. Wir haben ganz viel Eisen gemacht. Ja, wir haben so einen kleinen Dachs noch erledigt. Wir haben die Zäune repariert, also die Spitzfallen. Wir haben ordentlich was geschafft in dieser Runde, würde ich sagen. Und ja, dann hoffe ich doch, dass euch die Runde heute gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf diesem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da, würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend, bis dahin, ciao!